Hallöchen und herzlich willkommen zu Let's Play Arma 3 Wasteland. Ich bin frisch zurück aus dem Urlaub. Gestern gekommen. Übrigens auch aus dem Urlaub rausgekommen. Ne, der war nicht witzig. So. Und wir sind mal wieder nicht dabei, sondern wir haben einen Striptee dabei. Einen strippenden Werwolf. Sag mal hallo. Ja. Ja, ich bin der nackte Wolf und so. Und ich muss es gerade ein bisschen leise sein, weil ich verfolge hier gerade einen Wagen und so. Sieh dich aus, kleine Mös, mach dich nackig. Ja, der FKK-Wolf. Genau, wir gehen jetzt zum FKK-Strand. Sieh dich aus, ja. Sieh dich aus, kleine Maus. Renn dir eigentlich einfach mal entgegen und töte alles, was mir in die Quere kommt. Ja, bei mir explodieren irgendwie gerade hier die halbe Firing Range. Mama. So. Meine Nase juckt. Ich muss kurz meine Musik lauter machen. Was war das denn? Machen, Standbild. Das Scheiße. Gibt's auch nicht. Jetzt kommt jetzt mal so nebenbei ganz epische Indianermusik jetzt zum Einsatz, damit das so voll Atmosphäre bringt und sowas. Ich komm dir gleich dahin. Das ist wieder Lonely Ranger. Ja, ich spawne verletzt, genau. Ist das Beste, was passieren kann. Besser als irgendwo mitten in der Wand zu spawnen. Das ist mir auch schon ein paar Mal passiert. Kisten! Hey, liegt doch einer! Ist ja gar nichts drin, so eine Scheiße. Und hier? Ha! Minen! Nein! Nein! Das gibt's doch nicht! Oh, bin ich blöd! Also C4 nehme ich mal mit. Gedacht, der wäre... Oh, ich hab gedacht, der wäre umgekippt, ne? Es sah wirklich aus, als wäre der Typ schon umgekippt. Und dann schießt er noch weiter auf mich, das ist doch... Eine echte Claymores. Ja, genau, jetzt fängt meine Uhr an zu piepen. Eiskalt. Wir spielen hier auf einem relativ vollen Server. Ja, deshalb kann es sein, dass wir bestimmt, bevor wir uns finden, schon dreimal gestorben sind. Bei mir aber muss ich noch einmal sterben, dann habe ich die Dreiermarke voll. Bummschicke Dönen, bummschicke Dönen. Sniper. Steht ein Auto am Hang. Ich hab grad irgendwas geschossen, irgendwas mit einer großen Wumme. Hast du wieder ein dickes Rohr in deinem Ohr? Nee. Im Ohr nicht. Na, wenn du ein dickes Rohr hörst, hast du ein dickes Rohr im Ohr. Ja, das ist nur möglich. So. Was hat haben wir denn? Aber ich sehe hier niemanden. Aber trotzdem kriege ich hier lieber erstmal lang. Ich habe jetzt wirklich Angst, dass wenn ich jetzt rumlaufe, dass ich gleich eine Kugel im Gesicht landen habe. Boah, die sollen mal aufhören hier. Aufhören. Hier. Zu labern. Im Chat. Weil ich mir sonst gleich in die Hose pisse. So kann ich mich nicht mehr ducken? Ich weiß es nicht. Jetzt geht's wieder. Der Boden war angeblich zu schräg. Da gibt's auch voll keinen Sinn, aber... voll schräg. Warum das? Ja. Es fehlen in dem Spiel aber eindeutig noch irgendwelche Kostümationen für den Charakter. Für den was? Charakter? Ja, dass man noch so ganz cool und so unique aussehen kann und nicht irgendwie nur so ein paar Brillen aufsetzen kann und sich irgendein komisches Gesicht verpassen kann. Ja, das kannst du ja wieder mit Mods und was weiß ich machen. Ja, aber dann sehen es die anderen nicht. Daumen drehen. Unter Umständen
So, jetzt haben wir ein Medkit dabei. Super. Wie weit sind wir denn auseinander entfernt? 1,9, da kann man noch mit leben. Ja. Du wirst mir als rot angezeigt, du rote Rambazotti-Rampe. Das ist ein komisches Geräusch, das Piepe. Bei mir? Ich hab mir Sorgen. Nee, bei mir. Ein komisches Piepe gehabt. Bei der piept's wohl. Oh oh, da hinten ballern welche. Da hinten schießen sie. Und ich habe schon wieder vergessen, mich bei Steam auf offline zu stellen. Ich vergesse es jedes Mal und jedes Mal sage ich, nächstes Mal mache ich es besser. Übrigens, ich mache es nächstes Mal besser. Erzähl mal einen Witz. Okay, warte. Jetzt komme ich die Stimmungsbombe. Fressen zwei Kannibalen Clown, sagt der eine, der schmeckt komisch. Ja. Da ist mir die Sprache versackert. Ich hab keinen Witz. Was sind Rollstuhlfahrer für Kannibalen? Essen auf Räder? Ja! Aha! Aber wir könnten auch ein paar der rassistischen Witze auspacken. Nein. Wieso nicht? Dafür müsst ihr auf unseren TS kommen. Ja. Für den U-Boot-Witz beispielsweise. Ja, oder schlechte Polen-Witze. Oh mein Gott. Die hast du doch bestimmt alle gestohlen, oder? Die Witze. Die Witze? Nee, ich klaue meine Witze nicht. Ich baue die mal selbst. In meinem Schuppen. Gut, einen Witz kann ich erzählen. Und zwar, was sind die häufigsten Namen von Autodieben? Keine Ahnung. Klaus und Claudia. Ja, lustig. Wenn es mal im Schatten des Baumes. Oh, im Schatten des Baumes sah ich am Horizont dich in der Sonne liegen und ich dachte mir, oh, dieses Fromage gehört jetzt mir. Ich hab hier eine Kiste voll mit überhaupt nichts. Willst du sie haben? Gib mal einfach die Hälfte ab. Dann muss ich die aber bis zu dir schleppen, so viel. Ja, du hast gesagt, dass eine Kiste mit überhaupt nichts, hab ich gesagt, gib mir die Hälfte ab, das war lustig. Ja, die Kiste ist zwar da, aber da ist nichts drin. Ja, deshalb sag ich ja, du sollst mir die Hälfte davon abgeben. Apropos Wintersport. Ja. Nee, ich wollte nur irgendwas Sinnloses in den Raum werfen. Ja, also Wintersport ist so voll interessant und so. Genau. Aber es ist kein Sommersport, daher ist es nur Wintersport und nicht so toll genau, wie Sommersport. Wenn man den Wintersport im Sommer machen könnte, wäre das viel besser. Ja, das wäre ziemlich cool. So anstatt Skifahren, Schlamm fahren. Schlamm fahren mit Schlamm. Schlammrudeln. Fahren, ja. Glaserbob. Gibt's ja gar nicht. Doch, bei Rolloch. Wieso habe ich eine rote Kette? Ich hab dich was gefragt, antworte gefälligst. Ich bin gerade am Beobachten. Du bist gerade am Beobachten. Ich bin auch am Beobachten. Ja. Ich beobachte, dass ich Platz 737 bin. Ich sehe dich. Ich bin tot. Und sich deine Leiche. Ich kann tote Menschen sehen. Du bist da hinten irgendwo gespawnt. Wow, du bist sogar ein bisschen näher an mich herangespawnt. Nein, ich war gerade näher dran. 900 Meter. Also ich bin mir jetzt, ich bin so ganz, ja, du Hurensohn! Ganz unvoreingenommen bin ich der Meinung, dass wir die Airbase lieber meiden sollten.
Das ist ja meist immer ein sehr prall gefülltes Nest mit voll den doofen Leuten. Das ist fast so, als würde man Armer mit COD-Kili spielen. Das gibt's doch nicht. Der Tod? Nee, nicht beide auf einmal. Ah, Auto, ducken. Nur weil ich schwarz bin. Hinter dem Baum. Gibt's doch nicht. Nee. Warum kann ich den Wagen nicht markieren? Weil man bei Arma generell nicht markieren kann. Wenn ich den sehe, müsstest du das doch angegeben. Ja, aber vielleicht, weil ich tot bin? Jetzt bin ich genau 100 Meter näher dran. Wow. Bist du hinter mir? Wollen wir uns bei Camp Maxwell treffen? Camp Maxwell? Ja. Wo ist denn das? Camp Maxwell. Das ist so irgendwie so in etwa zwischen uns. Das Ding da ist Camp Maxwell, ich sehe es. Camp Maxwell. Gehen wir zu Camp Maxwell. Ja. Von bei Camp Maxwell. Dann werden wir uns erstmal. Nicht auf mich! Nein! Also wie Max werden wir dann erstmal Geld bei der Versicherung sparen. Nein, warte, ich muss abhauen. Lauf, Schlampe! Lauf! Nein! Nicht auf mich! Ja. Vielleicht, ob es vielleicht wagen könnte, zum Gunstore zu gehen? Nein! Ja, du kannst es wagen. Hast du denn genug Kohle? Ein bisschen. Ein bisschen? Wie viel ist denn ein bisschen? 250. Wow. Magazin dürfte da drin sein. Ja. Irgendwas schießt da. Da wird jetzt wieder wie eine Schlange durchs Gebüsch geregelt. Diese Schlange da? Ja. Mama, kannst du die Wörter Wamama und Hatata in einen Satz bringen? Machen wir mal Hatata. Ne, kannst du einen vernünftigen Satz daraus bilden? Also der Bamama, ne, der ist nach Hatata gefahren und hat das auch voll Bamama und Hatata gemacht. Nicht Bamama, Bamama. Ist viel einfacher. Bamama auf Schalke, hat das da geregnet. Ja. Wow. Eine Schweigeminute. Ja, eine Schweigeminute. Minute um diesen peinlichen Moment. Ja. Mein Gott, irgendwas hat auf dich geschossen, tut mir leid. Wer hat auf wen geschossen? Ich habe Schüsse gehört. Ach so, ich weiß nicht. Sicher? Nein. Wahrscheinlich warst du es dann doch, ne? Und dann sagst du es einfach, du warst es nicht und verarsch mich nur. Ich will nur ein paar Kills haben, ist doch ganz logisch. Ganz lockig. Da schleicht eine Schlange entlang und die hängt etwa mit 2/3 ihres Körpers vom Boden weg. Verstehe ich nicht. Tja, aufheben und einen Gegner damit erwürgen, ganz einfach. ich bewerfe ihn damit lieber gleich. Bitte gebissen. Bei der heiligen Macht der Schlange verurteile ich dich hiermit zu Kopfschmerzen. Oder wir treffen uns beim Gunstore, das könnten wir ja auch machen. Freundchen, wie weit soll ich noch latschen? Da steht zumindest ein Auto, ne? Guck mal, bitte. Was ist bei Kim Maxwell ein Auto? Nee, aber beim Gunstore, da steht ein Truck. Ah, ich bin tot! Mensch, du Toter, du. Dann warte mit Spawn. Ich gehe zum Camp Maxwell und dann kannst du da auch spawnen. Was haben wir hier? Hier haben wir ein umgekipptes Chase House. Was kann Gruppenspawn machen? Was? Nicht. Was sagen Sie? Muss random spawnen. Was sagen Sie? Geld. Wow. Ist das geil, Geld oder ist das Gemüse? Gemüse. Jetzt bin ich Marina. Ist ja auch geil. Ich bin schon wieder tot. Ja. Ist spawn gleich tot. Warte kurz einfach. Warte kurz. Die Elder Scrolls 5 Skyrim. Oh, ja, cool. Und wo bist du so? Oh, was? Ja, das ist ja gar nicht so weit weg von mir.